hast du das letzte Mal gebeichtet? Nach dem Krieg. Noch welchen? Stell dir nur mal die abertausend Sünden vor, die du seitdem begangen hast. Wenn dein Gedächtnis halbwegs funktioniert, dann muss der ja richtig speiübel werden. Wollt ihr meine Kirche plündern oder ist der Genosse Stalin über Nacht konvertiert? Sie sollen ein Kind taufen. Eine kleine Welt. Ein Landstädtchen irgendwo in der Bassa, im Norden Italiens. Im Winter schaudert man unter dem Regen. Aber im Sommer schwingt die Sonne ihr Strahlenzepter, entzündet die Leidenschaften und bringt das Gehirn zum Kochen. Gina, das ist ein Witz. Ganz und gar nicht, Hochwürden. Ich liebe diesen Jungen mit jeder Faser meines Herzens. Dieser Sohn des Antichristen? Peponis, verdammter Helfershelfer? Warum verliebt sich diese dumme Gans ausgerechnet in Mariolino? Ich komm zu dir rauf in dein Himmelreich. Hilft dir alles nichts. Wird Zeit, dass er der Oma in die Gänge kommt. Ja, das glaube ich gar nicht so schlecht. Ja. Man soll doch auch merken, dass der Autor ein geschulter Kommunist ist. Das ist großartig. Eine ausgezeichnete Wortwahl, Hochwürden. So etwas schürt das Feuer der Revolution. Da wollen wir es nicht hoffen. Wie haben Sie das denn so schnell hingekriegt? Manchmal hat auch mein Chef ganz brauchbare Einfälle. Ach, der? Ja, der.